denn heute los? Eine ganz schöne Ruine hier. Hier sind irgendwelche Turbinen. Keine Ahnung, irgendwelche Maschinen. Und diese ganzen Kabel, aber nur noch die Hüllen davon, ne? Mhm. Als hätte man eine Entkabelungsmaschine mitgenommen und hätte die hier schon gezogen. Weißt du, was ich meine? Also, dass man hier schon das Kupfer nur rausgezogen hat. Ja, stimmt. Ja. Ah, hier, ey, guck mal. Alter, kannst du mir nicht erzählen. Die haben sie. Das haben sie alles. Systematisch. Und haben dann wirklich nur den reinen Kupfer mitgenommen. Gibt ja auch mehr Kohle, den Kupfer. Und ich denke mal, hier hat man keinen Schiss gehabt, dass jemand kommt, weißt du? Also kommt man das in aller Ruhe hier machen. Oh, Tresor. Oh, ich liebe Tresore, ne? Also ich liebe das, ja. Ui. Alter. Und nichts mehr drin. Wenn du es überlegst, kannst du Ding im Auto. Vorsicht, Ding. Für mich 3.379. Das ist so eine übertrieben gerodete Location. Ne? Oh, hoi. Was denn gemacht? Alles gesorgt hier 100%. Das hat aber geklappert, ey. Ja. Die haben sich wirklich hier in aller Ruhe bedient, ey, ich sag's dir. Boah. Guck mal da. Die Kabel. Ey, ich sag dir, die haben hier Zeit verbracht, die Leute. In aller Seelenruhe haben die hier die. Guck mal da, haben sie auch die dicken Kupferkabel raus. Boah, das. Okay, das wird doch ganz schön viel Geld sein. Diese ganzen dicken Rohre, die hier liegen, waren alle voll mit Kupfer. Und das nicht wenig. Guck mal hier, die haben sie noch vorbereitet. Ich schwöre, die haben hier richtig gearbeitet, ne? So, wir haben jetzt hier die Strom, ja, was auch immer gefunden. Die sind komplett, ja eigentlich, ne, da ist ja viel Kupfer drin. Also man sieht wirklich hier die Trafos, ne, Trafo 2. Da sind verschiedene Trafos. Und man sieht halt wirklich daran, dass die Kabel, die, also es waren Kabeldiebe, ne. Die haben überall den Kupfer rausgebaut. Und in so einem Trafo, ja, da ist richtig viel Kupfer verbaut. Richtig viel. Ja, die haben die auch gut gerodet. Ja. Also das ist eine Location, die hat sich auf jeden Fall für die gelohnt. Wir sind jetzt im Eingangsbereich von der Location. Leider ist halt auch direkt die Straße da. Wir laufen hier mit unseren Fanta-Flaschen lang. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir hier so leicht reinkommen. Oh. Das ist aber ein schönes Badezimmer. Guck mal her. Das ist voll modern noch eigentlich. Das ist richtig modern. Sieht jetzt nicht so aus, als wenn das jetzt schon uralt wäre. Oh. Ja, das sieht nicht mehr so schön aus. Das war bestimmt das Frauenbadezimmer. Das ist der Wahnsinn.
So Leute müsste man aber auch dran kriegen. Oh. Alles klar. Wir haben dir richtig das gegeben. Dass sie keine Angst hatten, gesehen zu werden. Weißt du, was für ein Betrieb das hier war? Was? Weißt du, was für ein Betrieb das war? Ja. Was denn? Türbeschläge hergestellt. Türbeschläge. Boah, hier haben die richtig dicken Kabel auch wieder gehabt. Ich kann mir vorstellen, wie die gesessen haben. Alles schön aufgeschnitten. Ja.